Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft. Wir sind wieder hier in unserer Superwelt. Wie gesagt, Folge 1 haben wir hinter uns gebracht. Jetzt heißt's ran an Arbeiten und dann tun und machen. Ja, Rohstoffe haben wir ein bisschen. Wir haben auch relativ viel so Zeug zum Essen und so. Und wir werden jetzt mal die ganzen Lootbags auspacken. Dann mal gucken, ob wir da noch irgendwas Interessantes drin finden, was wir brauchen können. So, was wir noch gleich schauen könnten, ist da unten mal Optionen. Wir wollen. Cheat mal wollen wir nicht, wir wollen aber Center haben, die Bar. Und dann ist sie hier unten in der Mitte. Dann können wir ganz normal nach Lootbag suchen. Und zwar gibt es da ja den Lootbag Recycler. Stein, Eisen, Kiste, das sollten wir hinbekommen. Stein. Eisen und Kiste. Eisen. Brauchen wir ein Stück. Könnten gleich nochmal einen Ofen bauen. Sieht man das auch gleich. Da daneben. So, da brauchen wir natürlich noch Kohle. Weiß gar nicht. Ich glaube, das ging so, oder? Genau. Brauchen wir jetzt ein bisschen viel, aber ist auch noch nicht verkehrt, wenn man da immer ein bisschen hat. Eisen und eine Kiste sollten wir auch noch zusammenbekommen. Irgendwo müsste noch Holz rumschwirren. Hier. Das, das, das. Und so. Ich wollte sie nicht platzieren, du Idiot. Du kannst doch gar nichts. Du kannst gar nichts. So, dann viermal Stein. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Wir brauchen fünfmal. Du. Dann. Was ist das? Pack. Open. Achso, da kann man es öffnen. Interessant, das ist auch neu. Was brauchen wir noch? Zwei. Noch ein Stück. Das können wir noch zusammen. Komm, Junge, du schaffst es. Gut. Das, das, das. Weil dann können wir hier einfach mal terminieren. Was der macht, werden wir gleich sehen. Und zwar können wir hier dann mal alles wegwerfen. Bis auf die Lootbags kann man sagen, das. So. Alles, was wir hier bekommen. Das, das, das. Kann man dann raus. Oh, das ist auch nicht geil. Auch nicht schlecht. Aber hier Pickaxe kickt. Das weiß ich auch nicht, für was das ist. Habe ich eigentlich noch nie wirklich gewusst, was das bringt. Immer verschiedene Wands, die wir kriegen. Oh, eine Enderperle gleich schon wieder. Und bei Enderperlen kriegen wir auch anders. Gut, wir haben hier verschiedene Sachen, die wir brauchen werden. Moving Wand brauchen wir. Swapping Wand. Capture Wand ist auch interessant. Oh, diese komischen Geräusche. Entweder hört das nur ich oder es ist generell irgendwas hier rum. Aber hier kann man den Track reinschmeißen. Da sehen wir, hier haben wir schon ein bisschen Loot drin. Also das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das nicht. Papier lassen wir. Die Map brauchen wir nicht. Was ist das? Das ist für ein Drill. Gut, das werden wir eventuell brauchen. Den Knochen brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wenn wir hier die 1000 haben, kriegen wir ein neues Loot Bag. Deswegen mal gucken, dass wir das zusammen bekommen. So, jetzt haben wir 900, das heißt, viel fehlt eh nicht mehr. Aber wir haben noch Loot Bags, gut. Stuff of Traveling, geil. So, da haben wir schon geile Sachen. Meeting. Repair Statue of Armor and Tools mit XP. Brauchen wir nicht. So, neues Lootbag bekommen. Können wir das mal angucken, was da rauskommt. Enderperle und sonstiger Scheiß, den kein Mensch braucht. Nehmtick behalten wir. Detektor Dings brauchen wir nicht. Weizen und Apfel können wir auch reinwerfen. Das nicht, das nicht. Ja, den Knochen. Komm auch nicht. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Aber das hier ist ein Slime-Chunk. Und das wird ein Slime sein. Der hier irgendwo rumhüpft, kann das sein? Kann ich mir nur vorstellen, ich weiß auch nicht, aber
Ich habe irgendein Geräusch im Ohr. Keine Ahnung, ob ich mir das nur einbilde oder nicht, aber ich glaube mal nicht. Das könnte ein Slime sein. Weil rechts unten sehen wir ja, hier rechts unten, wir sind im Slime-Chunk. Ja, die Frage, wo schmeißen wir was rein? Falls mal irgendwo hin. Traveler sagt, das Heuzeck, okay, es gibt auch. Echt dämlich oder was? Ist hier irgendwo? Nein. Das Geräusch nervt mich sowas von. Ah, ist er nicht. Gehen wir schlafen, bevor die Monster kommen und uns holen. So, das. Gut, wir müssen mal beginnen mit RF-Sachen. Also, wir brauchen irgendwas, was RF produziert. Dazu nehmen wir einfach mal. Actually Editions, da gibt es ja verschiedenste Generatoren und so. Den Reconstructor brauchen wir auch. Wir brauchen aber irgendeinen Generator mal. Da gibt es den Coal-Generator, genau so heißt der. Mit einem Eisenchassis. Das kriegen wir auch noch zusammen dreimal. Ich glaube, Eisen brauchen wir viermal. Ja, du kannst aufhören mit Stein. Stein brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Dann brauchen wir noch was. Wann ist der Coal-Generator hier? Stein und Charcoal oder Kohle. Weiß gar nicht. Das und dann passt. Da sollten wir eigentlich fast alles haben schon. Es fehlt das hier. Ja, wo soll ich jetzt Netherquarz her? Black Quartz. Habe ich das schon irgendwo? Hier haben wir Black Quartz. Das heißt, den können wir eigentlich schmelzen. Dann brauchen wir noch Holz. Holz habe ich natürlich ein bisschen Mangelware. Denn, ja. Oder Holzfäller bin ich ja nicht, ne? Das wisst ihr ja soweit schon mal. Quascher bauen wir uns dann als nächstes. Das heißt, den da und den da. Gibt einen Kohlegenerator, den stellen wir mal hier hin. Der braucht natürlich dann Kohle. Und du guckst, 1600. 200 und 80.600, das passt. Kann der sich mal intern aufladen? Jetzt brauchen wir natürlich einen Quascher. Quascher. Und zwar den Basic Vector Quascher. So, das ist wieder ein anderer Quascher, den brauchen wir nicht. Extra Utilities 2 hat auch einen Quascher. Interessant, interessant. Redstone Call ist Reconstructor. Nicht. Ja. Brauchen wir zuerst den Reconstructor. Der sollte einfacher gehen. Weil wir brauchen einen Reconstructor, um den Crusher zu bauen. Gibt zwar für mich nicht unbedingt Sinn, aber ist einfach so. Wobei. Crusher? Wir haben ja da den von Dings gehabt. Da brauchen wir. Slimeball, haben wir Slimeball? Wahrscheinlich nicht. Aus Reis können wir da Slimeball machen? Ne, da kann man nur Papier draus machen. Was können wir? Achso, normale Pisten, genau. Na gut, dann. Normale Pisten, das können wir auch machen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Eisen. 6, 7, 8. Glaube ich, oder? Ich glaube, dann brauchen wir. Wir brauchen ein bisschen davon. Wir brauchen ein bisschen Holz. Haben wir, ich glaube, da unten. Was brauchen wir noch so? Pisten. Da brauchen wir ein bisschen Redstone noch. So. Dann Holz. Dann so. So und das. Na. Gibt einmal. Und zweimal. Und dann war was noch. Dann brauchen wir noch diese Maschinencasing in der Mitte. Da war eine Kiste. Die mal so bauen. Gibt es bei Kiste noch? Zwei Rezepte. Okay, gar nichts.
So, dann haben wir das, Eis, das hier. Da kriegen wir sogar 4 raus. Und da brauchen wir noch 5 mal Eisen, 4 mal Eisen. Zweimal. Drei. Und 4 und 5. Das heißt, normal kann er weg hier. Dann haben wir optimal ausgenutzt. Das Ganze. Wir haben jetzt 10 Minuten schon, okay. Da muss ich immer ein bisschen Zeit im Auge behalten, wenn ich das selbst stoppe. Brauchen wir 6 Mal, das heißt, wir brauchen nur einen. Komm schon. Genau, und die Tiny Coal, der ist der Vorteil. Der braucht pro Durchgang eine Kohle. Wenn man normale Kohle nimmt, kann man ja 8 Items raus. Du, glaube ich, 8 oder 9, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn du jetzt eine Kohle reintust, nur ein Item durchschmilzt, wird trotzdem die ganze Kohle verbraucht. In dem Fall ja nur eine kleine. Gut, dann war das so. Wahrscheinlich, wenn ich mir gemerkt habe. Natürlich nicht. Und oben war 2 Pistons. Es fehlt noch ein Eisen. Echt jetzt? Okay. So, so, so. Und dann noch das letzte Eisen und dann haben wir's. Hä? Warum ist das ein Gitter, wenn ich das in die Hand nehme? Das irgendein. Geil! Cool! Achso, das ist der Mod, okay. Da kann man das so hin platzieren und so einen Stapel machen, okay? Geil. Habe ich auch drin. Ich habe auch, nicht, ich weiß auch nicht genau, welche Mods alles drin sind. Ich habe da einfach nur so nach dem Bild her angeklickt, was ein bisschen interessant ausgesehen hat. Also, man weiß jetzt nicht, was ich da alles wirklich drin habe. So, wenn wir den reinhauen, arbeitet der, braucht 10 Sekunden für einen. Das sind ja auch geil, dass hier eine Zeit angegeben ist, wie lange der braucht. Wir kriegen 2 Dust raus. Steht es auch, wie viel der braucht? Nee, da steht nicht, gell. Das ist ein bisschen schade. Wie viel die Maschine braucht an Strom. IC-Strom. So, jetzt kann man reintun, den Rekonstruktor bauen. Weil jetzt können wir eben Eisen. Haben wir jetzt. Gut, das haben wir eigentlich schon. Warum habe ich da Neues gemacht? Letztens. So. Machen wir da Eisen durch. Auch noch Sticks. Dann noch Eisen, 3 Stück. Komm, mein Junge, gib mir Eisen. Ich weiß es einfach nicht, ehrlich. Ich merke mir einfach keine Rezepte, deswegen müsste es mir verzeihen, wenn ich da tausendmal draufklicke, um ein Rezept anzuzeigen. So. Dann du da rein. Da. Gut. Den noch und noch eine und dann haben wir es, ich glaube, fertig, oder? 4 Stück müssen es gewesen sein, weil viermal Redstone, viermal das und viermal das, genau. Zack, hier und hier. Dann haben wir den auch nochmal. Den werden wir gerade überlegen. Hier dran, da kann man diese Seite den Laser blitzen lassen. Brauchen wir einen Button dann noch. Und sagen den, hol dir Redstone Torch. Brauchen wir eine Redstone Torch? Mit der könnt ihr dann einfach darauf Rechtsklick machen. Zack. Dann seht ihr, es ist ein Pulse-Mode. Pulse-Mode heißt, ihr braucht ein Redstone-Signal. Dann schießt da ein Laser raus. So, zack. Und wenn wir jetzt da schießen, verwandelt er die. Interessant, oder? Geil. Finde das schon cool. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir hier gar keine Musik haben. Okay, sollte halt so sein. Könnt ihr selbst wieder einspielen, aber ich habe ja keine gescheit. Wenn ihr irgendwelche Seiten wisst, wo man gut lizenzfreie, also GEMA-freie Musik bekommt, die man auch in Videos verwenden darf und monetarisieren darf, dann schickt mir mal ein paar Links dazu. Also meistens solche Musik, die irgendwie nur so ein
Hintergrundgeräusch hat, also nicht wirklich, wie sagt man dazu, ein Lied ist sozusagen, das wäre ideal. Weil so ein richtiges Lied in so das Hintergrund, weiß ich nicht. Was ganz was Kleines ist oder mit wenig Gesinge, was man nicht unbedingt verstehen muss oder hören muss, weil wenn ich dann nebenbei quatsche, versteht man natürlich von dem Lied nicht viel was. Deswegen meinte ich das. Sondern einfach so nur ein Gedüdel im Hintergrund, vielleicht so, wie nennt man das? Instrumental? Instrumentalmusik, glaube ich, heißt das. Oder einfach nur so eine Musik ist. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bleibt dran, gebt ein Like, einen Daumen hoch. Ein Abonnent. Tja, nee, wie nennt man das? Einfach ein Abo geben. Fertig. Abonnent. Tja, nee. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Gebt einfach ein Abo. Draufklicken. Und Spaß haben. Tschüss.